Hallo und herzlich willkommen in Land 7 unserer Weltreise, Peru. In diesem Video zeigen wir euch alle Highlights der Pazifikküste Perus, angefangen hier in Lima, über die Islas Ballestas, die auch die kleinen Galapagos-Inseln genannt werden, und den wunderschönen Landschaften im Paracas National Reserve, bis hin zur Wüstenoase Huacachina inmitten von riesigen Sanddünen. Viel Spaß im Video! Den Anfang machen wir hier in Lima, der Hauptstadt von Peru, und wir würden empfehlen, eine Unterkunft in Miraflores zu nehmen. Das ist einer der sichersten und schönsten Stadtteile hier. Aber unser persönliches Highlight ist der Parque del Amor. Hier sind wir auch gerade. Das ist so ungefähr 15 Minuten aus Miraflores hier an der Steilküste von Lima, was halt richtig, richtig schön aussieht mit diesem Kontrast von den Hochhäusern, der Küste und dem Ozean. Und ja, die Leute machen hier Sport, man sieht Paraglider, man sieht die Surfer im Pazifik. Also ja, gefällt uns richtig, richtig gut. Man kann natürlich auch noch einiges mehr hier in Lima unternehmen, wie das historische Zentrum mit der Kathedrale von Peru. Aber wir würden empfehlen, nicht viel mehr Zeit als nötig hier zu verbringen, weil das, was noch kommt, ist viel interessanter, und wir machen uns jetzt mal auf den Weg nach Paracas. Sagen, wir mögen eigentlich Chicken was fahren, haben wir in Mittelamerika ganz viel gemacht, aber das machen wir eine gute Abwechslung hier. Ja, wir haben hier die günstigste Kategorie ausgesucht und ist trotzdem total luxuriös. Jeder hat hier seinen eigenen Fernseher, einen kleinen Tisch. Man kann den Stuhl 140 Grad nach hinten stellen, sodass man quasi fast liegt, also wirklich sehr komfortabel. 12 Sekunden später. Also die Busfahrt mit Cruz del Sur war wirklich sehr, sehr entspannt gewesen. Hat jetzt wie geplant ungefähr so 4 Stunden gedauert. Und wir sind aber nicht direkt in Paracas, sondern haben eine Unterkunft etwas weiter außerhalb. Genau, Odon hat uns abgeholt. Wir sind ungefähr 10 Minuten gefahren und sind jetzt hier mitten in der Wüste. Ist auf jeden Fall eine ganz neue Landschaft für uns. Und die Unterkunft, die wir hier haben, ist bisher unsere günstigste. Wir zahlen nicht mal 10 Euro pro Nacht für 2 Personen inklusive Frühstück. Wir haben auch schon gefragt, ob wir morgen direkt die Tour machen können zu den Islas Ballestas. Aber schlechte Neuigkeiten. Aufgrund der Wetterlage ist es aktuell nicht möglich. Also es ist so viel Nebel da, dass man überhaupt nichts sehen kann. Deswegen, wir sind jetzt insgesamt 3 Tage hier. Wir schieben es mal nach hinten und machen morgen erstmal hier dieses Nationalreservat und hoffen einfach, dass es später gehen würde. Alternativ kann man aber auch zu Isla Blanca. Da soll es ähnliche Tierwelt geben, aber ja, wir warten einfach mal ab und gucken, was passiert. Bisher haben wir noch nicht so Glück mit dem Wetter. Wir sind hier ja mitten in der Wüste und nicht nur, dass die Touren jetzt nicht stattfinden, sondern es hat auch noch angefangen zu regnen, was hier ungefähr so 3-mal im Jahr passiert. Aber wir haben hier so eine kleine Karte im Hostel, da kann ich euch mal zeigen, wie das hier aussieht. Hier, wo El Chaco steht, das ist Paracas, das ist sozusagen der Ausgangsort für die Sachen hier. Hier links sind die Islas Ballestas mit dem coolen Wildlife, was halt aktuell nicht möglich ist aufgrund des Nebels. Und hier ist noch die Playa Blanca irgendwo dazwischen, was man halt alternativ machen könnte mit einem ähnlichen Wildlife. Und hier unten überall ist dieser große Nationalpark mit den Stränden und den Küsten und so weiter. Was machen wir dann mit dem Roller, wenn sich das Wetter nochmal bessert? Und ja, das ist so der Plan für die Tage und wir hoffen einfach, dass es ja aufhört zu regnen und die Sonne sich nochmal blicken lässt. Das Wetter ist heute besser, also immer noch nicht besonders gut, aber immerhin hat es aufgehört zu regnen. Es ist allerdings auch so, dass in unseren Sommermonaten hier Winter ist, also es sind auch aktuell immer nur so um die 20 Grad. Wir machen uns jetzt auf jeden Fall mal auf den Weg in die Stadt. Es gibt hier vom Hostel aus immer einen Shuttle pro Tag kostenlos und in der Stadt bauen wir uns dann Roller leihen und das Paracas National Reserve erkunden. We'll be right back.
hier schon eine Weile durch den Park gefahren und es macht richtig Spaß mit dem Roller. Die Landschaft ist richtig cool. Und es gibt hier so verschiedene Aussichtspunkte und Stops, die man machen kann. Wir sind jetzt an dem ersten, der heißt La Cathedrale. Und hier ist man an der Steilküste und hat einen richtig coolen Blick auf diese Felsformation und den Ozean. Das sieht richtig, richtig cool aus. Stehen wir hier mitten in der Wüste und unser Roller springt nicht mehr an. Es soll wohl öfter vorkommen, gerade wenn man eher so die günstigeren Anbieter sich raussucht. Aber wir haben jetzt unseren Verleih angerufen und der soll so in 5 Minuten ungefähr hier sein. Entweder versucht er was zu reparieren oder er nimmt uns, denke ich mal, mit dem Auto mit. Schauen wir mal. Aber ja, war bisher richtig cool. Wir ziehen nachher nochmal ein kleines Fazit. Aber ja, war ein richtig, richtig schöner Tag und den lassen wir uns jetzt von dem kaputten Roller auch nicht mehr verwiesen. Wir sind zurück in Paracas, pünktlich zum Sonnenuntergang, den wir jetzt hier auch sehen können, weil das Wetter doch mal deutlich besser geworden ist. Also jetzt hier gegen Nachmittag war es auch dort noch mal einiges schöner gewesen, als es uns eh schon gefallen hat, weil diese Landschaften aus den Sanddünen, aus den Klippen, aus dem Ozean ist einfach eine unfassbar schöne Mischung und hat uns richtig, richtig gut gefallen. Ja, und es hat auch richtig Bock gemacht, das Ganze mit dem Roller zu machen, weil man halt einfach immer stehen bleiben kann, wenn man es schön findet und Fotos machen kann, was wir auch sehr oft gemacht haben. Man kann ansonsten es auch mit dem Fahrrad machen, was natürlich ein bisschen anstrengender ist, oder mit so Sandbuggies, dann macht man das in Touren, man darf aber die Sandbuggies selber fahren, also das sieht auch richtig cool aus. Ja, jetzt hoffen wir, dass es morgen auch ein bisschen weniger neblig ist, noch dass wir zu den Islas Ballestas können, falls nicht, machen wir die Isla Blanca. Die Sonne scheint, das heißt, wir können die Tour heute machen zu den Islas Ballestas. Geht jetzt los, soll so 2 Stunden dauern und ja, machen wir uns jetzt im Stand auf den Weg.
Wir sind zurück von der Tour. Es hat jetzt ungefähr so 2 Stunden gedauert und 12 Euro pro Person gekostet. Und es war schon cool gewesen. Also wir haben Pinguine gesehen, Seelöwen und ultra viele Vögel. Aber es ging viel zu schnell. Also wir sind nur ungefähr so 1/4 Stunde bei den Inseln gewesen, hatten kaum Zeit, die Tiere wirklich zu beobachten. Also da hätten wir uns gerne ein bisschen mehr Zeit gewünscht. Das hat sich schon so ein bisschen nach Durchrushen angefühlt. Ja, da hat uns die Tour gestern tatsächlich noch besser gefallen, weil wir da ja einfach individuell entscheiden konnten, wo wir wie viel Zeit verbringen wollen. Und wir haben tatsächlich auch überlegt, sie heute nochmal zu machen, weil das Wetter jetzt so schön ist. Wir haben uns dagegen entschieden, weil es ein bisschen teuer wäre. Aber wir finden es auf jeden Fall ein Must-Do. Und wir haben gehört, dass viele hier in Paracas nur eine Übernachtung machen und nur die Islas Ballestas mitnehmen. Also da verpasst man auf jeden Fall was. Vielleicht auch nochmal 2, 3 Worte zum Ort hier. Also ist jetzt nicht die schönste Stadt des Landes, mit Sicherheit nicht. Aber es gibt so eine kleine Beachfront mit Restaurants und einem Strand. Ist jetzt nicht schlecht, aber auch auf der etwas teureren Seite. Von daher würden wir auf jeden Fall unsere Unterkunft weiterempfehlen, auch wenn sie ein bisschen außerhalb ist. Weil 10 Euro pro Zimmer inklusive Frühstück ist halt echt ein unschlagbarer Preis. Und ja, unsere Reise geht morgen weiter nach Huacachina in die Wüstenoase. Nochmal ein kurzer Nachtrag zu der Tour von den Islas Ballestas. Wir haben gerade Katja und Nico getroffen, die die Tour nach uns gemacht haben mit Paracas Explorer. Und die haben uns was anderes erzählt. Also bei denen war es ein bisschen entspannter. Die waren so 1/2 bis 3/4 Stunde vor Ort gewesen. Bei den Inseln hatten genug Zeit, sich die Tiere anzuschauen. Es war ein bisschen teurer gewesen, also so um die 19 bis 20 Euro. Aber es ist auf jeden Fall gut investiertes Geld, um da ein bisschen mehr Zeit zu verbringen. Und ja, wir chillen jetzt heute Nachmittag noch hier und dann machen wir uns auf den Weg nach Huacachina morgen. Hier in Huacachina in der Wüstenoase in der Nähe von Ica. Wir sind von Paracas aus mit dem Bus gefahren, wieder mit Cruz del Sur, hat 1,5 Stunden gedauert und ungefähr 5 Euro pro Person gekostet. Ja, und jetzt sind wir hier in dieser wirklich sehr surrealen Landschaft. Also hinter mir sieht man einen Teich, drumherum stehen Palmen, aber alles drumherum ist einfach Wüste. Also es ist wirklich sehr, sehr cool. Wir haben schon gesagt, es sieht ein bisschen aus wie in so einem Freizeitpark, als würde jetzt hier gleich so eine Wasserachterbahn irgendwie losgehen. Wir gucken uns jetzt hier auf jeden Fall mal ein bisschen um und heute Abend wollen wir auf eine der Dünen hier gehen, um dann den Sonnenuntergang zu schauen. Wir haben uns jetzt hier den Sunset von einer der Dünen aus angeschaut, die ja bis zu 100 Meter hoch werden und aus so ultra feinem Sand bestehen, also richtig, richtig cool. Und wie man sich das so klischeehaft vorstellt mit den ganzen Dünen, da hinten die Oase mittendrin. Aber man sollte sich darauf einstellen, dass es natürlich relativ touristisch ist. Hier ist alles auf den Tourismus ausgelegt und ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund hören könnt. Die ganzen Sandbuggies kommen jetzt gerade von den Touren wieder. Das ist das größte Highlight hier, das machen wir morgen auch. Einfach mit einem dieser Sandbuggies hier durch die Dünen zu petzen und dann auch noch Sandboarding zu machen, den Sonnenuntergang mitten der Dünen zu schauen, also richtig, richtig cool. Ich habe ja leider meine GoPro verloren. Ich hoffe, dass ich morgen mit dem Handy ein bisschen was filmen kann und dass ihr dann auch davon ein bisschen Footage sehen könnt. Der Tour. Wir sind gerade diese Sanddüne hier mit dem Sandboard runtergefahren. Das macht richtig Spaß. Mich hat es zwar auch einmal zerlegt, aber es ist überhaupt nicht schlimm, weil man ja weich fällt. Und vorher sind wir mit dem Sandbuggy hier durch. Da hat unser Fahrer auch richtig Gas gegeben und es hat mega Spaß gemacht. Also wir sind auf jeden Fall positiv überrascht, weil wir haben ja vorher gesehen, dass es hier schon ziemlich voll ist, aber in der Wüste verläuft es sich natürlich total. Also ist überhaupt kein Problem. Und jetzt schauen wir hier noch den Sonnenuntergang. The
Die Tour gestern hat uns richtig gut gefallen. Ich glaube, man hat gesehen, dass wir unseren Spaß hatten, wie überhaupt hier in der ersten Woche in Peru. Wir wollen auch noch mal ein ganz kleines Fazit ziehen. Ich habe gesehen, das Video ist schon recht lang, deswegen etwas kürzer. Aber wir sind wirklich hin und weg. Also die Landschaft ist wunderschön, die Leute sind super freundlich. Die Touren haben richtig viel Spaß gemacht, die Busse sind super bequem. Also ja, uns hat es richtig gut gefallen bisher. Ja, und wie immer haben wir auch zu allem noch Blogbeiträge geschrieben. Also falls ihr noch mal was im Detail nachlesen wollt, da findet ihr auch immer alle Kosten und unsere Unterkünfte verlinkt. Also schaut gerne mal auf dem Blog vorbei. Und für uns geht jetzt weiter. Wir fahren nach Arequipa in die vielleicht schönste Stadt Perus und trekken dort in den 2 tiefsten Canyon der Welt. Und wenn wir Glück haben, sehen wir den Andenkondor, einen der größten Vögel der Welt. Wir freuen uns sehr und sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao. Und ja, wir haben hier eine richtig coole Das ist wie ein Zwerg. Wo soll ich denn stehen, deiner Meinung nach? Soll ich einfach mal hier hin? Ich sehe mich ja nicht. Okay, dann nicht. Irre Aussage. Sorry, ich hab abgefuckt, ich hab keinen Bock mehr. Das ist doch schon auch schon wieder. Oh mein Gott, ey. Das war eh alles kacke. Das ist richtig furchtbar. Keine Ahnung, das macht doch auch keinen Sinn. Kannst du es auch mal? Nein, du machst es doch gut. Wir sind mittel an. Was ist denn mit dir? Jetzt bin ich raus, ey. Trotzdem sieht es total cool aus hier. Okay. Ja, keine Ahnung, was soll ich denn sagen? Ja, nichts fährt.